Wolle Rose kaufen? Wolle Rose abgeben. Wolle Rose abgeben. In Bochum kommen immer so Rosenverkäufer, ständig, ja. Auch beim Mongoose, oder Nee, ich glaube, da trauen sie sich nicht rein, aber in einem was? Shisha-Bar und beim Mexikaner waren wir letztens nochmal und da kam er auch, Echt? ja. Okay. Nee, hab ich noch nicht gesehen. Ich habe generell, glaube ich, noch nie so einen Typen gesehen. Ich hatte sonst nur einen in Barcelona gesehen. Da habe ich mir damals einen Scherz erlaubt und habe den ganz freundlich angelächelt. Den wurden wir nicht mehr los, ey. Vielleicht mache ich das nochmal, es wäre lustig. Ich frage mich immer, kaufen Leute wirklich solche Rosen? Weiß ich nicht. Leute, Call to Action, hat jemand von euch schon mal so eine Rose gekauft? Ja, vor allem, das ist doch total. Also ich würde mir total dämlich vorkommen, wenn ich dann erst dann eine Rose kaufe und komischer Typ auftaucht. Das sieht doch total dämlich aus. Ja. So, ach ja, jetzt wo er da ist, dann kann ich ja vielleicht auch mal eine Rose kaufen. So, ja, dann bist du es mir wert, so nach Motto. Ja, Leute, bringt lieber gleich eine Rose mit. Ja. Wenn überhaupt. Ah, die Rosen. Vielen Dank. Der Lord hätte mir bestimmt den Kopf abgerissen, wenn ich ihm keinen Blumenstrauß für seine zukünftige bringen würde. Naja. Ich mag irgendwie die Kuh. Ich will die behalten. Huch, was habe ich jetzt gemacht? I don't know. Was denn? Drück mal auf Punkt. Ui. Ja, ne? Wuch. Ich bin ein UFO. Okay. So, Richtung Jagdhilfe und dem zahmen Bären. Ich glaube ja zu Uzi. 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 Aber hier Rosen kaufen, kennt das überhaupt noch einer? Bestimmt. Ist nicht mehr die aktuelle Generation, weiß das gar nicht mehr. Aber unsere Ansonsten Generation. googelt es sonst einfach, ja, oder bei Das war immer einfach. super. Damals mochte ich Bastian Pastewka noch richtig gerne. Ich finde, alles, was er danach so für sich selbst gemacht hat, war ein bisschen komisch. Findest du? Also der Wichser war ja relativ gut. Ja. Ach, jetzt habe ich noch Teleport drin. Ich ja. Dann die Ratte. Also ich mag ihn eigentlich immer noch. Ich mag diese Comedy-Serie Pastewka ein bisschen dämlich, Ja, aber die mag ich auch nicht. den Rest doch Warum von tötest den. du den Hirsch? Ach Weil wir die so. Felle sind braun. Da will ich nie mitmachen. Da kriege ich nur vom Chef aufs Maul, weil ich immer mit ihm schimpfe. Ja, mach ich die halt tot. Mach du die Hirsche tot. Wie ein Gothic, ey. Wow, wieder fast tot. Das waren wahrscheinlich auch die dich getötet haben wollten. Kann sein, ja. Die Musik ist auch ganz schön ernst gerade. Die Kuh läuft da rum. Noch ein Hirsch. Nein, jetzt noch einer. Flying Hirsch. Weißt du schon, was für eine Bowle du bereiten wirst für Halloween? Ja, ich hatte letztens eine vorgelesen. Also, ich habe mir ehrlich gesagt noch nie Bowle gemacht, aber scheinbar ist das ja einfach nur Saft mit Mineralwasser und Alkohol oder was? Ja, und so ein paar Gefrierfrüchte kann man immer ganz gut reinmachen. Ja. Also, ich wollte dann wahrscheinlich eine mit hier, was hatte ich gesagt? Johannisbeer, schwarzen Johannisbeere und Himbeere, glaube ich, war das. Okay. Weil wegen Halloween und Blut und so und Brot und. Was auch immer gut geht, sind gefrorene Kirschen. Ja, packe ich dann auch noch rein. Werde schon irgendwas finden. Dann bleibt die Bowle auch schon kalt. Ja, da kommt sowieso noch was rein. Die Ach so. Ja, das werdet ihr noch sehen. Ich bin gespannt. Ich hoffe, das klappt alles so, wie ich mir das vorstelle. Ich hoffe, ich habe ein Kostüm und muss nicht Ditto sein. Wie einfach dieses kleine Mädchen auf einen Gag genau mein Kostüm hat. Hey, Girl. Hey, Turtle Princess, you're totally blowing Oh mein Gott. my cover. haben wir an die Uhrzieher haben wir es noch nicht gefunden, oder? Den Bären? Das stimmt, ja. Den müssen wir noch Stimmt, finden. Zippel.
müssen wir noch füttern. Den Kobst. Den Koksbären füttern. Mit dem Korb von Obst, wollte ich sagen. Oh nein. Den Bären mit Koks füttern, ja. Warte, muss ich mir als Partner notieren. Auch wenn ich hier jetzt gerade angeknabbert werde, es muss sein. Den Koksbären füttern. Das ist zu gut. Herrlich. Was ist der denn? Das ist noch ein Stück weiter im Norden. Hau ab, du blöder Skelettkrieger. Geh mal hier unten lang. Gucken, vielleicht geht das auch. Versuch's hier oben. Hier sind noch mehr Untote. Haut ab! Hier ist eine Spinne! Bewegen sich die Untoten hier gar nicht mehr. Naja, lass ich die da halt stehen. Oh nein, das ist wieder ein Hügel. Kommt man denn rauf? Ich bin gerade auch einen Hügel hochgelatscht. Hey, girl. Ja, du läufst ja gerade am Bär vorbei, oder? Ja, bei mir wird die Quest noch weiter oben angezeigt. Echt? Ja. Oh Gott, hier sind ganz schön viele Gegners. Was haben die denn hier für magische Zauber? Kacke. Oh nein, die töten mich wieder. Ah, ne. Rechtzeitig Leertaste drücken. Ja, aber das geht so schnell, wenn das 4 Bäbus sind. Oh Gott, jetzt sind es leider 8. Wo bist denn du? Ja, ich kämpfe gerade auch mit ein paar Untoten. Verdammt, ich wollte dich gerade zu dir bringen. Kann der Ochse da mal weggehen? Nicht den Ochsen töten. Nee, auf keinen Fall. Das ist ein Goldener hier. Jetzt bleib doch mal stehen. Lass dich von meinen Eissplittern treffen. Nee. So, jetzt komme ich zu dir. Hör auf dich selbst zu schlagen. Hör auf dich selbst zu schlagen. Los. Was machst du denn sie denn da? Ist doch alles fresh. Ja, hier oben sind noch viel mehr. Ich kann das gerade gar nicht abschätzen, wenn wir Pizza machen, wie viel Teig brauche ich denn da? Holst du so Fertigteig? Eigentlich würde ich selber machen. Okay, dann kann ich es dir leider auch nicht sagen. Ich kann mal meine Mama fragen, die macht öfter selber Pizza. Also ich mache sonst normalerweise auch immer nur dieses Ausrollzeug da. Aber ich wollte jetzt halt mal vernünftig was machen. Frischen Hefeteig, vielleicht auch mit Vollkorn. Kann auch immer gut so ein paar Kräuter reinmachen. In den Teig. Apropos Kräuter, ich brauche noch Oregano. Ich habe zwar Basilikum da, aber. Muss ich mir nochmal. Ich muss sowieso gucken, wenn ich überhaupt alles einkaufen soll. Ich habe ja kein Auto. Können auch. Okay, Freitag wird vielleicht ein bisschen knapp, aber Samstag können wir auch nochmal alle zusammengehen dann. Ja gut, dann habe ich wahrscheinlich eh schon alles da. Also von daher. Nee, das passt schon irgendwie. Wir lauter arme Leute ohne Auto, ey. Level up. Irgendwie ist Ozi der Bär nicht da, wo er sein sollte. Wo wird er denn bei dir angezeigt? Noch weiter im Norden. Bei mir ist er im Süden. Ach so, Moment, jetzt ist er gerade im Osten. Der müsste jetzt rechts neben uns sein eigentlich. Auf dem Hügel. Ach. Okay. Kleiner Koksbär. Ach, in der Höhle wahrscheinlich. Da oben ist eine Höhle, sehe ich gerade. Naja, ich renne schnell in die Höhle. Ich habe keinen Bock, jetzt hier weiter zu fletschen. Doch, das interessiert die gerade eh nicht, dass ich hier rumlaufe. Moin. Ah, jetzt schon. Aber jetzt bin ich schon drin. Wo ist der Eingang? Hier sieht's ja kahl aus.
Hallo. Oh, hier sind ganz viele Bären plötzlich. Und einer hat ein Ausrufezeichen. Dürfen wir den, kann man den angreifen? Nee, den nicht. Er sagt brrr. Und jetzt folgt er uns. Okay. Ja. Er sagt brrr. Die Bären haben immer ein bisschen komische Quests, finde ich. Was ist das hier denn, Laub? Habt ihr euch hier ein Nest gemacht? Im Winterschlaf. Hat die gerade Vogelgrippe gesagt? Okay, hier ist sonst nichts. Wo will der denn jetzt hin? In die Stadt? In die Stadt? Nee. Also bei mir ist er noch immer hier oben ange so. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo der hin will. Wahrscheinlich, wenn wir rausgehen. Ja. Wo jetzt hier ist ein Ausrufezeichen. Hey, dieser Bär gehört uns. Wir haben ihn zuerst gesehen. Wir werden das Fell über die Felsohren ziehen. Ah ja, nee, glaube ich nicht. Das Urziel, der Koksbär, das ist unser. Unser Koksbär. Aber bin ich froh, dass der keinen Schaden nimmt. Der wird hier nämlich die ganze Zeit gefletscht. Mein Spiel hängt. Wow, ich bin wieder reingelaufen. Nein. Alles gut. Geh raus. Also Uzi, der Koksbär, möchte jetzt wo will der denn hin? Die Quest heißt jetzt anders. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Sollen wir gerade Jagdhilfe in der Stadt abgeben, weil danach haben wir nur Sachen, die wieder weiter außerhalb sind. Ja, können wir machen. Wo kannst du denn? Spinne. Spinne. Ach, Spinnen sind so eklig, ey. Hier ausgesetzt. In Halloween. Nein. Was ja auch. Hol mir extra so eine Halloween, so zwei Vogelspinnen, die ich dann aussetzen. Ey, schon als wir da im Zoo waren und da habe ich auch die Vogelspinne gesehen. Ich habe ja, als ich noch Bio studiert habe, waren wir in der Wilhelma und hatten auch so eine Führung durch das Spinnenhaus. Und da hatte ich sogar meine Vogelspinne auf der Hand. Und ich kann nicht mehr nachvollziehen, warum ich das damals geschafft habe. Dann hatte ich auch kurz keine Angst mehr vor Spinnen. Mittlerweile ist das wieder alles vergessen. Vielleicht brauchst du dauerhaft eine Spinne auf deiner Hand. Ich hätte mir fast eine geholt. Stell dir vor, ich hätte das gemacht und dann wieder Angst bekommen. Wie schrecklich. Ich glaube, das geht dann gar nicht. Vogelspinnen können doch sowieso eigentlich gar nichts. Die haben zwar ihre Stacheln da, die die ein bisschen pieksen, aber bei Menschen macht das doch nichts. Also der Biss ist wohl wie so ein Wespenstich dann. Und die, waren es die Männchen oder die Weibchen, die stoßen ja dann so ihre Haare ab. Ja, das meine ich ja. Das Das ist ist ja ganz dann wie so ein. juckend. Ja, Aber aber es die ist. sind halt eklig. Ja, so Feldspinnen können ja noch viel weniger und trotzdem finde ich sie ganz schrecklich. Aber ich lache immer Hadil aus, die auch Angst vor Faltern und sowas hat. Sag ich immer, er wird dich zu Tode rüsseln. Ganz normale Schmetterlinge oder auch hier? Nee, ich glaube Schmetterlinge nicht, eher so, so Motten, Falter und so. Ich versuche Spinnen immer, wenn ich sie sehe, irgendwie Ja, rauszusetzen. das mache ich auch. Also töten tue ich sie auch nicht, aber ekelig sind sie trotzdem. Genauso wie Frösche oder Schnecken oder keine Ahnung. Ja, das sind alles tolle Tiere. Auf wenn ich gerade richtig? Nee, natürlich nicht. Kommen wir aber da oben gut in die Stadt rein, wegen den Mauern. Ja, da oben kommen wir rein. Eigentlich. Ich geh mal hier lang. Hier bin ich aber noch nicht lang gegangen. Oh, Jungs, nee. Kämpft mit euch selbst.
Ja, ich habe ja auch wieder einen Trupp gefunden. Ich merke gerade, dass ich mein Skype gar nicht auf Beschäftigt gesetzt habe. Ja, das macht ja nichts. Ich bekomme hier gerade die Skype-Nachricht. Ein fröhliches Kichern. Ja, wenn ich die Nachricht. Ja, genau. Wie das einmal bei Matti in der Aufnahme losging, weil er sich auf abwesend gesetzt hat, weil ich ihn dann angeschrieben hatte. Ja, aber auf abwesend kriegt er doch keine Nachricht. Ja, doch, er war nicht auf beschäftigt, sondern nur auf abwesend. Ach so. Dann hat er das doch bekommen. Ach ja. Besser als. So, ich bin bei dem Beppo. Gib mal ab. Ihr seid schon zurück und die Fälle habt ihr auch. Auch sehr gut, ich bin euch zu großem Dank verpflichtet. Sehr schön, ihr Lieben. Und dann würde ich sagen, nächste Woche verlassen wir diese Stadt und gehen weiter hier in den Norden, noch ein paar Quests abschließen. Jo. Hast du eigentlich den Koksbär noch bei dir? Nö, den hast du doch gehabt, dachte ich. Aber ich hab den nicht mehr. Ich glaube, bei mir stand auch abgeschlossen, als ich kurz nochmal aus Versehen in die Höhle gegangen bin. Na egal, dann. Dann ist er weg. Scheiß drauf. Kleiner Koksbär. Guck mal, liegt noch was für dich. Der ist jetzt Senf naschen gegangen. Okay, warte, ich komm. Es war für mich, aber es ist dein Angriff. Ich gebe ihn dir gleich. Leute, hinterlassen noch ein paar Kommis und Bewertungen. Ein schönes Wochenende und bis Montag. Bis dann. Ciao, ciao.